bin eure Agentin Lee und habe ein neues Buch für euch. Es trägt den Titel Jäger und Gejagte von Sean Wilson und ist ein packender Krimi. Seht selbst. Ein Bauunternehmer wird tot aufgefunden. Die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Doch der heruntergekommene Privatdetektiv Sean Wilson kommt zu einem ganz anderen Schluss. Seine Recherchen sind nicht nur der Mafia ein Dorn im Auge, und bald wird er vom Jäger zum Gejagten. Sean Wilson, Jäger und Gejagte, ist ein packender Krimi, dessen Protagonist kein Vorzeigebild ist. Doch gerade weil er die dunklen Stellen der Städte kennt, kann er das Böse bekämpfen. Ob dieses Wissen allerdings reicht, um die Verbrecher auch zu besiegen? Wer nicht lest und wagt, der findet nicht raus. Doch bevor ich euch schon wieder verlasse, lese ich euch noch kurz den Prolog vor. Der hat es nämlich in sich und ist es wert, gehört zu werden. Wer entscheidet in unserem Leben über Glück und Unglück? Wer bewegt uns zu den Entscheidungen in unserem Leben? Vielleicht das Schicksal oder eine höhere Macht? Oft fragen wir uns genau solche Dinge. Wir alle haben in unserem Leben bereits Ungerechtigkeit erlebt. Sei es auch nur der offensichtliche Unterschied zwischen arm und reich. Wer entscheidet, in was für eine Welt wir geboren werden? Sind wir immer die, welche wir sein sollen oder müssen? Eine endgültige Antwort auf alle diese Fragen werden wir wohl kaum finden. Aber stellen muss sich ihnen jeder von uns einmal im Leben. Sie beschäftigen auch Sean Wilson immer wieder, manchmal sogar täglich. Wieso gehört er zu denen auf der Schattenseite des Lebens? Was ist der Grund dafür, dass alles Gute in seinem Leben sich wieder zum Schlechten wandelt? Eine Antwort hat er bis heute nicht gefunden. Wenn es sein Los ist, sich in diesen Umständen zurechtzufinden und zu überleben, dann scheint das Schicksal sich einen schlechten oder sehr bösartigen Witz ausgedacht zu haben. Denn er landet immer wieder auf der dunklen Seite des Lebens. Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht und schaut doch beim nächsten Mal wieder rein. Bis zum nächsten Mal.